追いつけまい。Wie kommen wir denn da am besten hin? Ist alles so verzweigt und verwinkelt hier. Was? Ah, Nomura, okay. Oh, das war knapp. Jürgen Kotonas. Jetzt überhaupt noch auf dem richtigen Weg hier oder? Nee, ich glaube nicht. Nee, ich bin ja komplett falsch. Aber wie komme ich denn da? Oder komme ich von. Dann muss ich hier. Muss ich wahrscheinlich rechts rum und dann zu dem Portpunkt, den ich noch nicht freigeschaltet habe. Und von da komme ich dann rüber. Ja, da hinten. Da führt eine Brücke hoch. Oh, jetzt geh mal! Lass mich durch, ich muss Arzt. Was ist das? Na. Ne. Neugier ist zu groß. Was ist das? Oh, okay. Na ja, gut, jetzt wissen wir auch, was das ist. Ah, oh, ich lasse mich immer zu leicht ablenken. So, bin wieder da, muss aber durch. Au. Ich steck fest. Ito ist zu fett. ほらよ。
Was, warum kann man dich fotografieren, wenn man angegriffen wird? Voll unlogisch. So. Einmal Foto. Das scheint das gleiche zu sein, was wir schon mal gesehen haben. Schwarz und klebrig. Was? Habt ihr schon mal angesehen? Ja, Jinwoo wollte, dass wir dich warnen, vorsichtig zu sein. Und du hörst einfach nicht zu. Ach Mist, hier kommen die Monster. Was? Schon wieder Monster? Oh ja. Finn die Zug! Kenyo Banjok! Yo Mame! Tatsare! Sese Kotze! Singun! Omae no Deban da ne? Oni no Kyoki Rampu! Doria! Alter, wie schnell das Zeug den, den Kram zieht, ist ja krass. Ich habe nur irgendwie ein paar Sekunden drin gestanden und schon komplett alles leer gesaugt von dieser Lichtquelle. Ja, da taucht jetzt der Itos Ding also auf. Oh. Wer war das? Wer war das? Ja. Ich meine, okay, ich weiß schon, wer es war. Aber, jetzt nicht, weil ich das, den Kram hier kenne oder so, sondern konnte es am Outfit sehen. Und zwar musste das Yilan oder Yalan, ich glaube Yalan wird sie ausgesprochen, sein, die mit 2.6 angekündigt wurde und wahrscheinlich dann dementsprechend in 2.7 ihr eigenes Banner kriegen wird und kommen wird. Da habe ich auch bei ihr, oh, da ist dieses komische Wurmvieh, glaube ich. Ich habe auch überlegt bei ihr, warte mal, ich kann mich ja jetzt hier hinporten, die beiden sammle ich mal ein. Ob ich auf sie rollen wollen würde, also wollen auf jeden Fall. Ich werde es aber noch nicht machen, weil ich nach wie vor ja spare. Aber beim Rerun werde ich dann auf jeden Fall versuchen, sie zu kriegen. Weil die sieht schon vom Design her echt nice aus. Kehre zum Lager zurück. Kann ich eigentlich mal schnell machen, weil ich kann ja direkt wieder hier hinhüpfen. Hätte ich wahrscheinlich so oder so gemusst. Vielen Dank für deine Hilfe. Nimm bitte dies. Dankeschön. Ach, du musst nicht so höflich sein. Es ist sowieso Kedivs Geld. Es ist nicht so laut. Damit der Geizhals aus Sumo dich nicht hört. Entschuldigung, lass uns Jinwoo suchen, ja? Viele der Fragen aus den vergangenen, aus der vorangegangenen Reise könnten mit Hilfe ihrer Erfahrungen beantwortet werden. Genau wie du am Drachengrat. Jinwoo spricht nicht gerne darüber, aber sie war eine Legende in den Minen, als sie jung war. Ich habe gehört, dass sie die Such- und Rettungstrupps der Meliliten geleitet und viele Bergleute aus gefährlichen Situationen gerettet hat. Haha, aber ich werde diese alten Geschichten nicht erwähnen, damit sie nicht wütend wird. Gut, ich werde dich nicht aufhalten. Auftrag abgeschlossen, sehr schön. Haben wir das auch. Nebenquests mache ich jetzt, habe ich jetzt hoffentlich auch alle durch. Das sieht mir ganz danach aus. Das heißt, wir können jetzt versuchen, uns endlich auf den Weg zu der Hauptquest zu machen. Er hat mir auch gerade ja nicht mehr angezeigt, von wegen, hey, du bist doch das und das machen. Von daher sollte das wohl endlich möglich sein, der Hauptstory zu folgen. So, den nehmen wir da hinten noch mit. Da haben wir noch einen, ja, Wegpunkt. Das ist ein Wegpunkt. Ich weiß gar nicht, wie die Dinge heißen. Hopp.
Aussichtspunkt. Siehst du. Packen wir auch mit ein. Na, Ito, schwächelst du schon hier. Kucho Sada wäre enttäuscht, wenn sie das gesehen hätte. Ist da ein Fahrstuhl? Nee, der ist kaputt. Aber da können wir außenrum nach da oben kommen. Dem Ito kann gefühlt auch nichts die Laune verderben, habe ich den Eindruck. Oh, it's Kemai! So. Da lang. Bestimmt. Ich glaube, ich bin hier falsch. Oder? Na, es könnte passen. Ah, noch ein Aussichtspunkt. Und irgendwelche komischen Viecher, die hier rumfliegen. Die sehen ja komisch aus. Ja gut, jetzt haben wir die Seele aktiviert, dann folgen wir der noch einmal. Aber ich weiß nicht, ich glaube, hier geht es gar nicht so großartig weiter hier unten. Nee, hier bin ich, glaube ich, falsch. So, da bin ich jetzt eben reingegangen. Dann gehen wir mal... Nee, da bin ich reingegangen. Ah, da unten. Wahrscheinlich mit Sprengstoff, den wir von dem komischen Vogel holen. Ja. Okay.
Wir dürfen also wieder Nebenquests für die Hauptquest machen, glaube ich. Oh, ihr seid zurück. Ja, sind wir. Klitofo, was machst du denn hier? Nun, kennt Jinwu diesen Mann auch? Ja, in der Mine werden von ihm gefälschte Medikamente verkauft. Überall wurde eine Art Männertrank verkauft. Und als die Bergleute ihn kauften, sind sie nur Sirup aus Walbeeren. Aber es ist ungiftig, billig, nicht unangenehm und extra gekühlt. Was? Und extra gekühlt worden. Das ist viel günstiger, als in der Stadt zu fahren, um Getränke zu kaufen. Du, ich habe dich seit ein paar Jahren nicht mehr gesehen. Bist du bei diesen Schatzräubern? Naja, das kann man so sagen. Woher wusstest du, dass er... Pah, es gibt vieles, was du nicht weißt. Ich habe 20 Jahre lang unter der Erde gearbeitet. Habe ich das umsonst getan? Der Erzstaub auf dem Gesicht lässt sich leicht abwaschen, aber die Farbe an den Händen geht nicht. Sag mal, was kannst du tun? Die Vorräte des Erkundungstrupps ernähren nicht die Langweiler und Faulenzer. Er sagt, er könne Sprengstoff mischen. Die Alchemie, die du zuvor gelernt hast, hat sich also nützlich erwiesen, nicht wahr? Gut, uns fehlt immer noch ein Sprengtrupp. Aber haben wir nicht schon einen Sprengmeister aus dem Mondstadt hier? Kontaktiert. Aber war der nicht auch hier? War das nicht der Typ, der da oben irgendwie war? Der eigentlich mit runterkommen sollte? Warum sollen wir ihm vertrauen? Ah, du meinst sie. Muning hat heute Morgen ein Entschuldigungsschreiben von Mondstadt erhalten. Das Kind wurde eingesperrt, weil sie, nun ja, den Ofen des Hirschjägers in die Luft gejagt hat. Sogar derjenige, der sie begleiten sollte, ihr Vormund, dem Rittmeister oder was, war mit ihr zusammen eingesperrt worden. Ich kann es nicht lesen, ich weiß nicht, ob es ein Sprichwort der Leute aus Mondstadt ist oder was. Wie auch immer, sie konnte nicht kommen. Wer mag das wohl sein? Soll ich leider sagen? Oder zum Glück? Ich weiß es nicht. Denkst du das auch? Du hast Glück, Klitofo. Sichong, jammer nicht. Dieser Klitofo ist ebenfalls jemand aus Mondstadt. Unser Name klingt so ungefähr. Er wird sich als nützlich erweisen. Puh, danke, Jinwoo, für die Chance. Gehöre ich jetzt also zum Erkundungstrupp? Beweise erst deine Nützlichkeit. Ich traue diesem Kerl nicht. Der Sprengtrupp ist eine lebenswichtige Position. Er ist einer von den Schatzräubern. Rede nicht zu viel. Ich kenne den Jungen länger als du. Er ist nicht von Natur aus böse und es fehlt ihm auch der Mut, böse Dinge zu tun. Gib ihm etwas Zeit, um sich zu beweisen. Habt ihr noch etwas anderes zu tun, außer neue Freunde vorzustellen? Der Weg zur unteren Mine ist durch Schutt blockiert und wir müssen die Bergsprenger benutzen, um den Durchgang zu öffnen. Bergsprenger? Warum lachst du? Bergsprenger? Verstehe ich nicht. Was ist an dem Wort so lustig? Tut mir leid, es ist ziemlich altmodisch, aber wir bei den Ingenieuren nennen es Sprengmaschine mit Sicherheitsabstand, Typ 2156. Aber Bergsprenger ist nicht schlecht, das ist ein süßer Spitzname. Na gut, vor allem eine schöne Variante, das kurz zu halten, ne? Nun, ihr wollt die Kanone benutzen. Leider bin ich kein Sprengmeister und muss hier sein, um das Lager zu bewachen. Aber ich denke, da müsste doch irgendwo eine Bedienungsanleitung sein. Ah ja, aber... Und dann sind da noch die Schlüssel zum Lagerhaus, die in der Nähe der beiden Wasserfilter versteckt sein sollten. Ich werde sie auf der Karte vor euch markieren. Na, dankeschön, immerhin. Was? Nicht einmal im Entferntesten versteckt? Das ist fast zu nachlässig, wie seine Schlüssel unter die Fußmatte an der Tür zu legen. Allerdings ist die große Kluft kein Ort, an dem Menschen herumwandern können. Auch wenn diejenigen, die Hintergedanken haben, herunterkommen. Sie werden wahrscheinlich nicht glauben, dass so wichtige Schlüssel an so offensichtlichen Orten versteckt sind. Nicht wahr, lieber Schatzräuber? Nun, stimmt, dass das Erge die Schlüssel zum Lagerhaus nicht finden konnte. Wer ist Erge? Idioten zählen nicht. Ich muss als nächstes das Gelände weiter erkunden. Ich müsste dich bitten, diesen Klitofo im Auge zu behalten. Ich werde ihn im Auge behalten. Wer weiß, ob er nicht einen giftigen Plan gegen uns hat. Selbst wenn Jinwu ihm vertraut, werde ich nicht unvorsichtig sein. Ich kann mich erst beruhigen, wenn er in den Händen der Belediten ist. Behalte den Kerl im Auge. Gib ihm keine Chance, etwas zu versuchen. Nun, da du weißt, wo die Schlüssel zum Lagerhaus sind, belästige mich nicht weiter. Übrigens, du hast sicher schon die Ruhe,
die ruhenden Lumenkristalle auf dem Weg gesehen, oder? Komm einfach zu mir, wenn du sie verarbeiten möchtest. Es ist ziemlich nützlich als Katalysator tief unter der Erde. Sie scheint die Ausbreitung dieser schwarzen, schleimartigen Substanzen einzudämmen, als wären sie als Feinde geboren. Aber ich verstehe das Prinzip nicht ganz. Ich kann nicht wirklich sagen, was hinter dieser Sache steckt. Wenn du das Ding siehst, wirst du es natürlich verstehen. Na, selbstverständlich werden wir das verstehen. Suche nach zwei Schlüsseln zum Schießpulverlager. Wo haben sie die denn versteckt? Ja, die wollte ich gar nicht auswählen. Ich wollte jetzt hier die auswählen. Sorry. Dann holen wir uns die beiden Schlüssel, dann holen wir uns Sprengstoff, dann können wir den Durchgang freisprengen, der uns hoffentlich in Richtung Hauptquest führt und dann können wir vielleicht auch irgendwann die Hauptquest mal anfangen. Wasserfilter, ist es dieses große Ding dort, ja. Würde ich mal vermuten. Wie kommen wir da am besten ran, ohne in diesen Schleim zu stapfen? Ernsthaft, wer würde hier einen Schlüssel verstecken? Frag mich nicht. Die Portpunkte sind ganz schön weit auseinander, ja. Ich glaube, ich muss wieder nach oben. Ah, hier komme ich nicht hoch. Oder muss ich nach... Nee, ich muss nach unten. Sogar ein ganz gutes Stück nach unten. So, irgendwo hier. Ah, da. Nee, oder? Ah. So, da haben wir Schlüssel Nummer Uno und Dos, genau, also beide. Jetzt können wir das Ding mal aufmachen.